Die Reizblase, eine sogenannte Somatisierungsstörung. Und im Übrigen ist die Reizblase die häufigste sogenannte autonome somatoforme Funktionsstörung des urogenitalen Trakts bei der Frau. Und das nennt man Somatisierungsstörung. Und dazu gehört auch deine Reizblase, denn hier sind auch Konflikte, die verdrängt werden, weil alles schön, alles toll, Harmonie, alles richtig, alles gut, aber deine Blase weiß Bescheid. Körper und Seele sind untrennbar miteinander verbunden und jeder Gedanke in deinem Kopf wird in ein Gefühl umgesetzt, reiner Chemiecocktail eigentlich, Glückshormone oder Stresshormone, die direkt über den Körper gezeigt werden. Das ist die Sprache des Körpers. Du kennst vielleicht auch Menschen, die immer Rückenprobleme, Nackenprobleme, Rückenschmerzen. Vielleicht haben diese Menschen eine schwere Last zu tragen. Menschen, die mit Kopfschmerzen reagieren, weil sie sich den Kopf zerbrechen. Ja? Zähne knirschen nachts, diese Anspannung, ein Kloß im Hals haben. Das ist die Sprache des Körpers. Das ist die sogenannte Psychosomatik. Und die Sprache, die Symbolik, die hinter unserer Reizblase steckt, ja, kannst du jetzt dir denken, oder? Es ist dieses Reviermarkieren, denn es gab Menschen, Situationen, Nachbarn, Kollegen, der Chef, narzisstische Beziehungen, toxische Beziehungen, die dich einengen, die dich krank machen, ja? Und der ständige Harndrang, das symbolisiert die Grenzüberschreitung und das Markieren deiner Grenzen.